guckst du das andere Video? Ich habe das letzte nicht zu Ende geschafft. Hallo! Das ist so nice. Des Jahres 2021 ist da, gewonnen hat Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie flext? Herzlich willkommen zu diesem Video. Yeah. Es ist Montag, deswegen sehe ich auch so aus. Sonne scheint, es ist blauer Himmel, was mich irgendwie abfuckt, weil ich habe einiges zu tun und dadurch habe ich ein bisschen Pressure, dass ich irgendwas Schönes erleben muss. Ich hatte ein richtig beschissenes Wochenende. Also ich war das ganze Wochenende irgendwie sad wegen so voll vielen Gründen. Ich habe Samstagnacht um 5 Uhr morgens 2 Stunden lang geheult und geschrieben. Ich war sehr besoffen, muss man dazu vielleicht sagen. Aber weil ich realisiert habe, es ist das erste Jahr, in dem Weihnachten meine Familie komplett broken ist. Weil letztes Jahr war es halt richtig wack, aber es war so, we are breaking. Und ja, also wir machen Marriage Therapy und es wird wieder und so weiter. Und jetzt ist es halt so, haha, we're getting a divorce. Und irgendwie macht mich das trauriger, als ich zugeben will. It just hurts. Da hat mir jemand noch gesagt, dass wenn ich so weitermache, dass ich mich nicht wundern brauche, wenn ich irgendwann keine Freunde mehr habe. Weil ich mich zurzeit nicht so wirklich viel bei Leuten melde und sehr viel einfach nur zu Hause bin. Und lowkey das Gefühl habe, dass es mir wieder ein bisschen schlechter geht. Ich habe gestern auch meiner Therapeutin geschrieben. Ich bin ja seit Monaten, also seit August, seit Juli nicht mehr in Therapie. Maybe I should see her again. Ich glaube, das Grundding ist, dass ich gerade nicht so viel Sinn in meinem Leben habe. Ich habe einfach die letzten 2 Jahre an diesem fucking Buch gearbeitet. Und es ging irgendwie so gefühlt nur darum. Und es ging nur darum, dass ich jetzt endlich das fertig haben will und dass es besser sein will und machen und tun und bla. Und dann war es halt draußen. Und dann die ersten 2 Wochen war es so, oh mein Gott, voll geil. Ich freue mich, wenn mich Leute darauf ansprechen. Aber sonst, so was mache ich jetzt mit meinem Leben? Wer bin ich eigentlich, you know? Ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, ich war die ganze Zeit, oh mein Gott, du bist so ein undankbares Schwein. Du müsstest eigentlich jeden Tag aufwachen und anfangen zu heulen, weil du so glücklich bist und so bla bla bla. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich genau so ein Gefühl schon mal hatte. Ich glaube, vielleicht kennt ihr das, aber die 3. Woche nach dem Abitur. Und genau so spezifisch. Du hast 2 Jahre lang, ging es nur um dieses scheiß Abitur und dass du fertig werden wirst und dass du die beste Note haben wirst. Und es ist so all consuming, dieses Thema. Und dann hast du dein Abi und du bist übel happy an dem Tag. Und danach bist du auch nur am Feiern und am Chillst voll viel. Wenn du Glück hast, machst du irgendwie noch eine witzige Reise. Aber so die 3. Woche, wo du so bist, lol, ich habe jetzt mein Abi, ich kann machen, was ich will, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Ich hatte jetzt voll lange einen Sinn und einen Purpose und jetzt ist der einfach weg. So fühle ich mich gerade. Und eigentlich ist es voll dumm, dass es mich sad macht. Bei meiner Buchparty waren meine Eltern ja mega happy. Die haben sich auch so voll gut verstanden. Aber ich wusste halt so, es war halt nur für mich. Keine Ahnung, wäre halt scheiße gewesen, wenn die irgendwie bei meinem so biggest day irgendwie über, ja, wer bekommt bei der Scheidung welche, bla, so, you know. Und diese Happiness von meiner Family an dem Tag war halt voll schön. Aber hat mich auch umso mehr verletzt, weil ich halt so gesehen habe, was ich eigentlich nicht mehr habe. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber es ist sowieso, es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn es nicht so auf für mich gewirkt hätte, dass alles wieder gut ist. Weil es ist halt nicht alles wieder gut. Ich weiß nicht. Ich vermisse meine Eltern irgendwie zur Zeit. Und das habe ich in meinem ganzen Leben gefühlt noch nie. Wirklich. So ein Jahr Vegas. Ich war so, Junge, ich bin happy, ich sehe euch nicht. Auch so, als ich weggezogen bin. Ich habe mich am Samstag auch richtig krass mit Oscar gestritten. Dass meine gesamte Glückseligkeit nicht unbedingt besser gemacht hat. Und dann war es 6 Uhr morgens und ich saß in meinem Büro und habe über meine Familie geheult. Und er hat mir einfach hier so einen fucking Zettel geschrieben. Und dann wollte er eigentlich gehen nach Hause, weil wir uns halt den ganzen Tag gestritten haben. Aber dann war ich so, nee, bleib. Und dann kam er so in mein Zimmer und es war so süß. Das macht so nicht so Sinn, aber einfach ein süßes. Oh nein!
Hier steht einfach, Bego, I don't want you to feel pain. Deine Gefühle sind valid, Ausrufezeichen. Vergiss das nicht. Danke für das Essen. Schlaf gut. Meld dich, wenn du dich wohl damit fühlst. Eine Sache, die auch eine sehr große Rolle spielt. Ich versuche übrigens seit so 2-3 Wochen, dass ich die erste Stunde in der Früh nicht ans Handy gehe. Oh mein Gott, es ist dunkel in meinem Büro. Gar keinen Bock und ich muss hier auch aufräumen. Auf jeden Fall kann ich euch das nur empfehlen. Das ist ein bisschen schwierig, weil halt so, man braucht ja irgendwie sein Handy als Wecker meistens. Und so irgendwie will man dann doch Musik anmachen oder so. Aber es ist eigentlich ganz chillig. Meistens lese ich, aber heute habe ich irgendwie nicht so Bock. Ich wollte übrigens an dieser Stelle einmal sagen, dass ich irgendwie für mich YouTube so voll der Safe Space ist. In meinem Kopf war ich gerade die ganze Zeit schon wieder so, oh mein Gott, du kannst es nicht sagen. Alle werden dich so scheiße finden, dass du nicht happy bist oder zumindest nicht irgendwie alles perfekt ist und so. Was voll der Bullshit ist. Ich finde es irgendwie voll toll, dass ich halt gerade auf YouTube wirklich so alles sagen kann, was ich denke, ohne dass ich mir halt zu viele Sorgen machen muss. Und deswegen erstmal danke an euch. Ich werde jetzt erstmal meinen Tag planen und eine ganze Woche. Oh mein Gott, I'm such an American teenager. I'm just drinking my coffee and I'm gonna go to the mall today to buy some Squishmallows. Nein, Joke, ich muss eigentlich Louis Geburtstagsgeschenk kaufen. Hallo. Hallo. Bereit zu gehen jetzt. Endlich. Das Wetter ist traumhaft. Ich hoffe, es bleibt noch so. Ich frage mich, wo meine Haarklammer ist. Ich lese übrigens gerade dieses Buch. Ein Mensch muss alles herrlich sein. Sehr, sehr spannend. Hi für alle Leute. Really enjoying this stroll. Ich habe zurzeit eine sehr interessante Obsession mit Lollis. Die sind einfach delicious. Und ich suche ganz langsam und entspannt ein Café. Ich habe mir vorgenommen, ich muss irgendwie mehr so im Moment leben. Junge, ich fühle mich wie so ein bisschen Millennial, die so Live, Love, Love, Fun Tattoos in ihrer Küche hängen hat. Aber it's true. I'm fucking Social Media Addicted. Langsam wird mir kalt und ich gehe gleich rein. Ich muss was sagen, ich habe gerade ein paar so Instagram-Rezensionen durchgelesen, also von so Buchblogs auf Instagram. Ich war so völlig umgehauen, weil ich einfach so war, so wart wie Leute. Das ist so wirklich, ich hasse mich dafür zu sagen. Aber ich bin trotzdem irgendwie jedes einzelne Mal überrascht davon, dass Leute irgendwie, was ich schreibe, gut finden. Und es klingt wahrscheinlich völlig bescheuert, aber dieses Thema so Imposter Syndrome ist irgendwie größer als ich dachte. Ich finde es auch immer so bescheuert, weil das so ein richtiges Talkshow-Thema ist. Oh ja, Imposter Syndrome. Das bedeutet ja sozusagen, dass man das Gefühl hat, und das haben sehr viele Frauen vor allem, dass man eigentlich nicht genug ist und dass man irgendwie seine Position oder seinen Erfolg zufällig bekommen hat. Dass zum Beispiel auch bald herausgefunden wird, dass man ja eigentlich ein Imposter ist, also so wie bei, wie ist dieses Spiel, was das erinnert, ihr wisst, was ich meine. Es sollte halt so, so, oha, krass, jetzt habe ich gecheckt, das war alles falsch, die ist eigentlich voll bescheuert und voll scheiße. Und ich habe das so krass, ich denke die ganze Zeit, morgen, in einer Stunde, checken es endlich alle, dass ich scheiße bin, dass ich nichts kann, dass alles Müll ist. Und wenn du halt so denkst, dann natürlich, wenn Leute irgendwas gut finden, bist du so, nee, das kann ja nicht sein, boah, ist natürlich kacke, weil ich dadurch weniger selbstbewusst bin und weil es auch irgendwie meine Lebensqualität verringert. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, es ist immer gut, humble zu sein, also sich nicht so einzubilden, weil sonst kann ich sagen, ja, geiles Buch. Ich höre nicht auf zu wachsen und besser zu werden, das wäre scheiße. Aber es kann auch nicht sein, dass einem so krass beigebracht wird und einem so eingetrichtert wird, dass du halt nie gut genug bist, weil deswegen auch das, was ich vorhin erzählt habe, so, das hängt alles miteinander zusammen.
Freunde, ich war jetzt in der Mall und ich habe jetzt das Geschenk für Louis gekauft und ich hole Louis jetzt ab, weil wir gehen jetzt einkaufen für ihre Geburtstagsparty, die am Wochenende ist. Ich habe ihr Geschenk hier hinten drin und ich zeige es euch auch. Ich habe schon alles gut versteckt, aber es ist ein Squishmallow. Nein, ich habe zwei gekauft. Tatsächlich, der ist für kleine Schwester von Oscar, weil sie hat gesehen, dass ich so viele habe und dann war sie ganz traurig und hat gesagt, sie wünscht sich auch welche. Das ist der Squishmallow für Louis. Er heißt Grayson und das ist Keith, weil ich habe Oscar, als wir zusammengekommen sind, an dem Tag, wo ich ihn gefragt habe, ob er mein Freund sein will. Oh mein Gott, das klingt so cringe. Genau. Habe ich ihm so Keith, also genau denselben, aber in grün und klein geschenkt. Und jetzt kriegt seine kleine Schwester. Die ist, glaube ich, in der 5. Klasse oder so. Den großen Keith, aber ich muss sie verstecken, sodass Louis die nicht sieht. Nice, let's go. Polizei. Let's go. Das ist ja hier Big Shit. Ja, wir haben es aber leider nicht auf dem Parkplatz geschafft. Ja, das war ein bisschen dramatisch, aber now we're going to... Aber wo kommt man denn da rein? Ich verstehe es auch nicht. Wir sind eins zu spät. Ach, keine Ahnung, das wird scheiße aus. Ist einfach rude. Aber wir gehen jetzt für Louis Geburtstagsparty / Halloween Party Sachen einkaufen. Oh, das ist yes, Queen. Oh nein. Alter. Louis und Valentina stecken fest. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden in diesem Kaufland verbracht. Haben nur Müll gekauft. Ich kann mich nur noch rotieren. Dann lass doch so und dann rückwärts hier. Ja, smart. Denkst du, es gibt so elektronische Wegfesseln für Einkaufswegen? Das ist einfach so ein weiter Mauer. Weg bis zum Auto. Für mich, man checkt auch gar nicht, dass es Wings ist, weil es ist so voll dezent. Also die Leute, die es checken, sind so... Sagst du? Habt ihr gerade schon das Paket gesehen? Ich bin gerade aufgestanden und ich werde mich jetzt schminken, um euch noch die Pieces mal zu zeigen, weil ich habe richtig Bock, was davon heute anzuziehen. Dazu wollte ich ein bisschen so Wings inspired Look jetzt hier gestalten.
das war's jetzt von diesem kleinen Vlog-Haul-Thing. By the way, das ist eins meiner Lieblingspieces gerade beides. So ein Winterkleid, das ist halt ein sehr, sehr dicker Stoff und sehr warm. Und mit einer Strumpfhose und so kann man das halt sehr cool kombinieren. Und es ist halt so eigentlich nur ein schwarzes, enges Kleid, aber es hat einen geilen Schnitt und ein fucking Wings-Logo so. Ja, ich bin sehr obsessed mit den Pieces und I know, ihr habt sie bestimmt schon ein paar Mal auf Instagram gesehen. Wir werden es auch nochmal sehen. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Ich werde euch im nächsten Video sehen. Tschüss.